Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ilex 2. Warte mal kurz. Wir haben doch einen Levelaufstieg gehabt. Da war ja noch was. Okay, ja, wir ziehen nochmal nach, würde ich sagen. Gut, zwei Lernpunkte. Die wollte ich, glaube ich, in Chemie investieren. Weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Und dann machen wir einen in Nahkampf und einen in Tränke. Sprich Chemie, ne? Ah, können wir nicht, weil Intelligenz fehlt. Okay. Tiertrophäen waren es, genau. Sockeln können wir noch machen. Aber ich glaube, Nahkampf und Tiertrophäen ist eine ganz gute Idee. Das können wir vielleicht dann später mal einsetzen. 5% mehr XP. Das wären bei 1000 XP 50. Ja. Die ganzen Morgon-Dinger haben wir ja auch noch, ne? Aber wir sind halt noch kein Morgon. Wir können... Ja, das ist eine gute Idee. Lehrer auf der Karte markieren. Ich fange mal mit... Was wollte ich machen? Sockeln und Nahkampf? Ne, Tiertrophäen wollte ich. Hast du beide markiert? Nee. So. Machen wir vielleicht direkt weiter dann. Enya. Okay. Dann lass uns mal runter. Stimmt, das war ja Clown da drin. So, nee, Marker will ich nicht. Ich würde es gerne markieren. Und dann rennen wir mal schnell rüber. Machen jetzt die Upgrades. Sonst vergesse ich wieder, was ich vorhatte, wenn ich es noch länger von mir her schiebe. Und es nützt dir auch was. Es macht ja doch schon einiges aus. Eigentlich hast du hier nichts zu suchen. Suchst du etwas? Ja, Sachen zu mitnehmen. Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? So, einmal Nahkampf, bitte. Vielleicht können wir die zweite direkt machen. Sogar fast punktgenau. Na komm. So, aber das brauchen wir fürs letzte. 75,50. Das ist auch machbar. Aber das dauert noch eine Weile. Cool. Machen wir es so. Eigentlich hast du hier nichts zu suchen. Wer von euch Volldeppen hat in meinem Namen mit so viel Bier mache ich kurzen Prozess. Das werde ich euch allen vom Lohn abziehen. Welche dulden wir hier nicht? Reißt euch endlich mal zusammen mit eurer Sauferei. Dass ihr beim Arbeiten überhaupt noch gerade ausschauen könnt, wundert mich eh.
Wenn ihr nochmal sowas aktiv, denkt an eure Bezahlung. Die wird es in Zukunft dann nicht mehr geben. So, ihr seid tot, oder? Tatsächlich, okay. Ihr hättet mich halt nicht beim Stehlen stören sollen. Aber gut, bringt ja alles Zerstörung. Von da ist das ja auch gar nicht mal so verkehrt. Habe ich eigentlich irgendwas wieder zum Aufwerten? Das eventuell, ne? Jo. Ah, da fehlt eigentlich Geschicklichkeit. Okay. Da fehlt ein Waffenschmied. Mhm. Wohl nicht, aber das ist die Geschicklichkeit, die wir für fürs Führen der Waffe brauchen. Stimmt. So. Mhm. Das können wir aufwerten. Ja, und dann passt das, glaube ich. Okay, ein bisschen Sachen losgeworden. Auch nicht schlecht. Schon besser. Naja. Okay. Dann schauen wir vielleicht doch mal die Mission an. Gut, einfacher Botendienst. Haben wir eine Questmarkierung? Haben wir tatsächlich. Ah, das ist einfach die Lagerauskundschaften. Okay, gut, dann teleportieren wir uns nochmal durch. Ich mach mal gerade die Markierung für die Lehrer wieder weg. Ja, wir haben immer noch das Beste, was wir mit tragen können. So, ja, ist schon, oder? Vielleicht wäre das Sockeln auch mal nicht schlecht. Also als nächstes. Oder war mal die Tiertrophäen ging, glaube ich. Naja, wir werden schon noch was finden. Jax, hör zu. Wir müssen reden. Azota, Imotega, Almosa, Insulesta. Bitte nicht jetzt. Wir brauchen dich. Wie ist die Lage? Mich erreichten gerade Nachrichten über eine Horde Skyaniden-Späher, die sich unserer Bastion nähern. Wir müssen uns sofort darum kümmern, sonst werden wir von ihnen überrannt. Pass auf, da sind sie schon. Ah!
Okay. Okay. Lass mich mal kurz weg, danke. Heilung, bitte? Danke. Mein Kopf. Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Gut. Mhm. Ja, aber geht ja mit der Unterstützung ganz gut, muss ich zugeben. Ach, gerade gehst du mir in meinen Kill klauen. Cool, dann haben wir jetzt draußen noch welche, oder? Es ist soweit. Ich brauche deine Hilfe. Das war der Deal. Gut, dann erkläre ich dir kurz, worum es geht. Du weißt, ich versuche, menschlicher zu werden. Dazu gehört zweifelsohne das Teilen des eigenen Hab und Guts aus reinster Nächstenliebe. Bisschen ungünstiger Zeitpunkt, aber die anderen haben es ja auch so hingekriegt. Alles klar. Ja schon, aber in deinem Fall... Glaubst du nicht, dass du dich in letzter Zeit etwas merkwürdig verhältst? Ist es kompliziert? Ich weiß. Da haben wir wieder diese gewisse Irrationalität. Eine Maschine und Nächstenliebe. Wie passt das zusammen? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Darum muss ich versuchen, genau das zu provozieren. Was willst du machen? Würstchen verteilen? Das ist eine gute Idee. So einfach könnte es sein. Nahrung mit jemand anderem teilen, der sie brauchen kann. Wie bist du nur auf so einen guten Einfall gekommen? Das hat anderswo auch schon mal gut funktioniert. Du bist leider ein Cyborg und brauchst keine Nahrung. Also kannst du damit auch keine menschliche Tat simulieren. Warum nicht? Deine gute Tat sollte selbstlos sein, damit es funktioniert. Das ist es aber nicht, wenn du die Nahrung, die du verteilst, gar nicht brauchst. Und wenn ich mein Fleisch verkaufen und mir so einen Vorteil gegenüber anderen verschaffen würde? Das wäre das Gegenteil von selbstlos. Alles klar, dann machen wir das so. Fehlt jetzt nur noch das Fleisch. Okay, besorg welches. Damit kenne ich mich nicht so gut aus. Kannst du mir dabei nicht helfen? Ja, ich weiß, ich sollte dringend etwas gegen meine Aussetzer unternehmen. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Zeit dazu finde. Na schön, ich werde sehen, was ich tun kann. 10 Batzen rohes Fleisch sollten reichen. Sehr gut. Ich nehme es entgegen, sobald du es hast. Habe ich nicht noch 10-mal rohes Fleisch? Oh. Armer Schmied. Gut, dann, ja, ich wollte eigentlich nur gerade die Mission hier weiter, die Mission weitermachen. Dann plündern wir erstmal. Hui. Na gut, ihr habt, glaube ich, nur dunkles Elex, aber warum nicht? Und die Waffen können wir eventuell weiterverwerten. Unerwartet, aber witzig. Hey du, wie sieht's jetzt aus? Es wird wieder Zeit für eine Audienz. Ich will den Berserkern einen Besuch abstatten.
Bist du jetzt dabei oder nicht? Okay, na schön, aber das ist das letzte Mal, dass das klar ist. Genau, da ist die Zerstörung zumindest mal noch entsprechend. Na schön, das ist aber das letzte Mal, dass das klar ist. Okay, dann mach kein langes Palaver und bring mich ins Hauptquartier der Berserker. Die Sache kann nicht länger warten. Ich muss meinen Plan jetzt umsetzen. Für meinen Geschmack sind die Fremden immer noch zu zimperlich. Wann geht's denn mal wieder endlich zur Sache? Okay. Machen wir, wenn wir hier geplündert haben. Und die Mission von Duke haben wir jetzt angefangen, die machen wir jetzt auch weiter. So, nee, Bully ist es ja, beziehungsweise... Also Mission vom Duke, aber für Bully, sozusagen. Hm, gut, das dürften alle gewesen sein. Doch nicht ganz. Bevor ich weitermache, hier war ja, glaube ich, auch eine Werkbank für Waffen drin, ne? Fernkampf. Sonst unten bei der Schmiede, ne? Oder müssen wir, nee, müssen wir so mit dem Schmied reden? Wahrscheinlich. Kann Leben retten. Und jetzt ein wenig Musik. Ihr hört Herbert. Ja, schade, fehlt noch einer. Dich können wir verbessern, ne? Cool. Dann das. Ja, ich glaube, ich war schon länger nicht mehr in der Schmiede. Oha. Ja gut, kostet halt Elex, aber mein Gott. Passt ja eigentlich. Nein, die können wir nicht, weil der Schmiede-Dings fehlt. Das können wir aber machen. Gut. Oh, jetzt fehlt sogar Eisenerz. Okay, gut zu wissen. Mehr Zeug sammeln in Zukunft. Cool. Gut. Na, das können wir auch fast schon führen. Du bist Einhand, oder? Ja. Okay, die nächsten gehen dann in Geschick und Stärke wieder. Beziehungsweise erstmal, glaube ich, nur in Stärke. Cool. Ach stimmt, das können wir auch noch. Okay.
Ja, auch nochmal Fernkampf. Okay, gut. So. Wo sollen wir denn jetzt hier... Ach nee, das sind jetzt einfach die Lehrer, die markiert sind. Teilen aus Menschenliebe. So, niedere Dienste. Einmal markieren, bitte. Muss ich mit dir nochmal reden? Wahrscheinlich. Okay, der markiert mir jetzt einfach erstmal nur die Leute. Okay, gut. Verstanden. Wüstenteufel? So haben wir uns damals genannt. Eine Gruppe von Halsabschneidern, die Tavar unsicher gemacht hat. Ein ziemlich cooler Haufen. Wir haben geklaut wie die Raben und jeder konnte sich auf den anderen verlassen. Das war zu der Zeit, als Baxter noch im Vor von Tavar das Sagen hatte. Die glorreichen Zeiten. Ja, irgendwann ist jeder seinen eigenen Weg gegangen. Wie das halt so ist. Okay. Und was jetzt? Hast du doch gehört, ich muss die ehemaligen Wüstenteufel ausfindig machen und ihnen die Nachricht übermitteln. Du kennst den Duke ja eigentlich ziemlich gut. Was könnte die Nachricht an deine ehemaligen Waffengefährten bedeuten? Hört sich nach fetter Beute an. Vermutlich ein Überfall auf einen Konvoi oder so etwas. Egal, ich bin sowieso nicht dabei. Ist dann eben so. Ich werde mal meine Fühler ausstrecken und die Wüstenteufel suchen. Wenn ich einen von ihnen gefunden habe, wirst du mich dahin begleiten. Ach ja? Hey, ich bin immer noch dein Aufpasser. So lange, bis Baxter mir sagt, dass ich es nicht mehr bin. Also? Na gut, ich glaube, das war's jetzt erstmal, oder? Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Hab's kapiert. Okay, Nasty. Dann machen wir weiter. Alles okay? Ja. Yep. Mitkommen. Klar doch. Ich hoffe, du hast dich wenigstens diesmal im Griff. Diesmal wird es anders laufen. Auf die eine oder andere Weise. Ich weiß jetzt nicht, ob mich das beruhigen soll oder eher das Gegenteil. Gut, dann lass uns doch mal ins Vorgehen. Danke. Ab jetzt komme ich hier alleine klar. Am besten, du stehst mir jetzt nicht im Weg rum, okay? Dann mach mal. Halber hatte recht. Die Diebe sind bis ins obere Viertel vorgedrungen. Man hat die Wachmannschaft bestohlen. Und warum sehe ich keinen Gefangenen? Wir konnten noch keinen Dieb in Gewahrsam nehmen. Enttäuschend. Was soll... Aufrechter Gang ist schwer, was? Rückenprobleme. Es ist euer Job, eine Lösung für dieses Problem zu finden. Rückenprobleme. Also komm erst zurück, wenn du ein Ergebnis hast, das meine Zeit verdient. Jawohl. Okay. Okay, das ist leider doch etwas zu offensichtlich. Besprichst du jetzt auch nochmal irgendwie was? Nicht nur ich wurde bestohlen, auch deine Wachen. Und du glaubst, ich müsste dir deswegen eine vor die Tür stellen?
Das Lager braucht Schutz. Die Waren stehen doch unter deiner Aufsicht, richtig? Natürlich. Dann wirst du mir jeden Gegenstand, der verschwindet, aus eigener Tasche ersetzen. Kannst du es nicht, kriegt jemand anderes deinen Posten. Das kannst du nicht machen. Ich werde mich in Goliath beschweren. So? Und wie willst du an den lila Kreaturen vorbeikommen? Wer sagt mir, dass nicht du es bist, der sich an den Waren bedient? Aber nein! Niemals würde ich... Du bist ein Risiko. Ich regle alles, wie du es willst. Auf eigene Kosten. Gut. Und jetzt verzieh dich. Rückenprobleme. Wer sieht mich denn da? Rückenprobleme. Der, okay. Das hat dann wohl nicht so geklappt. Die Frage ist, läuft jetzt die einfach die Mission? Gut, die läuft jetzt einfach durch, ist in Ordnung. Dann schauen wir mal, 10 Stücke Fleisch. Wie viel habe ich? Na gut, 8-mal gebraten, 8-mal roh. Okay. Halber ist zufälligerweise Fleisch. Ne? Wo bin ich jetzt? Ich wollte euch mit dir reden. Was hast du so auf Lager? Sieh dich nur um. Die sind gar nicht mal so teuer, muss ich ja zugeben. Na gut, der schon. Haben wir die alle wahrscheinlich? Ne, schaffe ich es noch nicht. Gut, können wir die noch Schrott verkaufen? Können wir. Na gut, der ist beschädigt. Ich kann das ja auch weg, oder? Von den Schusswaffen können wir nochmal gucken. Na, bei Gelegenheit mal. Gut, aber ich glaube, dann finde ich eher im Dings was. Okay, nehmen wir mal mit. Hast du eigentlich irgendwas dazu sagen? Mach bloß keinen Ärger da oben. Das Nest hier rumschlawenzelt? Nee. Ich habe zu tun.
Wenn du was willst, komm später wieder. Gut, ja, dann machen wir vielleicht mal... Wo wir gehen, mal runter ins Viertel. Und holen uns in der nächsten Folge noch ein bisschen Fleisch. Dann können wir das schon mal weitermachen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.